Leute, jetzt ist es soweit. Jetzt ist es soweit. Komplett lost. Also, wenn ihr jetzt denkt, hör mal, der hat sie doch nicht alle auf dem Zaun, dann kann ich das gut nachvollziehen. Absolut verständlich. Was macht der Lümmel da? Was will der mir jetzt erzählen? Ist das sein fucking Ernst? Ist das sein fucking Ernst? Angelt der jetzt hier Rotaugen oder was? Ist doch nicht wahr. Jetzt angelt der hier Rotaugen. Der kann es doch keinem erzählen. Jetzt angelt der hier Rotaugen. Und dann sagt er auch noch, dass er geil ist. Geht das noch? Kann doch nicht sein, oder? Leute, Rotaugen angeln. Einfach mal ein auf entspannt. Wobei, so entspannt ist das gar nicht. Das ist schon bald ein bisschen stressig hier. Aber so muss das auch sein, damit man mal ein bisschen Frequenz hier hat und mal ordentlich eine rausprügeln kann. Ich habe mich gerade zum Abend hin hier hingehockt und habe das mal getestet und habe gesagt, ja, das kann ja nicht sein hier. Ständig Rotaugen. Vor einer Woche ungefähr, ist das eine Woche her? Ja, ich glaube eine gute Woche. Da stand ich ja schon mal hier. Da waren dann auch ein paar Zerten mit dabei. Aber auch so wahnsinnig viele Rotaugen. Und ich glaube, ich hatte irgendwie 10 Minuten oder so habe ich geangelt. Habe mir gedacht, komm, nee, nur Rotaugen. Aber das war in den 10 Minuten, war das von der Kohle her gar nicht so schlecht. Und da habe ich mich gerade nochmal so dran erinnert. Habe mir gedacht, komm, probier doch mal, was denn so geht. Denn so ein olles Rotauge, so 500 Gramm plus, ist auch gar nicht so schlecht. Ich hoffe, das war so ein bisschen meine Befürchtung, ich hoffe, das zieht sich von der Frequenz auch die Nacht hindurch so weiter durch. Also die Frequenz ist echt gut. Gut bis unnormal gut. Also wirklich top. Dadurch, dass ich mir gedacht habe, komm, ich gehe jetzt mal gezielt aufs Rotauge, habe ich natürlich auch die Rotaugenmische gemischt und hier auch direkt mit ausgeworfen. Das passiert natürlich gerade zwischendurch ein bisschen, dass es dann nicht sofort hakt. Ja, gehen wir mal kurz ins Setup rein. Ich glaube, das viel muss man da nicht zu sagen. Super simples Setup. Oh, danke. Oh, da kam ein Follow rein. Danke fürs Follow. Ich weiß gar nicht, wer es war. 6,9er Schnur. Fluoro komplett habe ich. Ist natürlich nicht notwendig. Man kann genauso auch mit einer einfachen Mono hier stehen oder mit einer Braid mit Vorfach. Sehr simpel. Also ich sag mal so, im 5-Kilo-Bereich langt das ja dick. Dann habe ich hier komplett mal 6er-Haken genommen, habe hier die Mische gemacht, auch ohne Mische funktioniert es. Die letzten Male stand ich hier ohne Mische, hatte auch sehr viele Rotaugen dran. Rotaugen fressen fast alles. Dementsprechend habe ich eine Rute mit Made, eine mit Caster und die hier habe ich mit Perlengraupenbrei mal versehen. Und ich baller einfach mal raus. Und ja, bin gespannt, was man denn jetzt in der Zeit, die ich hier bin, was ich denn da jetzt so raushole. Ist auch noch was dran. Gucke mal da. Ich werfe gar nicht weit aus. Ich habe hier 20 Gramm Körbchen dran mit der Mische. Werf so 50% weit aus. Das reicht mir schon. Noch weiter auswerfen will ich gar nicht, weil dann kurbel ich so lange. Und während ich kurbel, kann ich ja nicht schon wieder was Neues fangen. Also ich würde dich sogar lieber noch näher, vielleicht nur Viertel auswerfen. Vielleicht teste ich das gleich mal. Dass man nur so 1,50 Meter hier auswirft. Wenn dann auch noch die Rotaugen dran gehen, ist das doch top. Aber ich habe mir gedacht, so für den Anfang ist das gar nicht so schlecht. Einfach mal so halb raus. Ich meine, vom Einkurbeln her geht das ganz gut. Wichtig finde ich, dass die alle ein ganz gutes Maß haben. Es sollten nicht so viele dabei sein, die zu klein sind. Ich habe auch mit dem Haken, mit der Hakengröße ein wenig gehadert.
Wobei mir der 6er Haken doch als ganz praktisch erscheint. Gucken wir mal eben hier auf die Haken vom Custer. Ja, Custer ist zum Beispiel maximal mit einem 6er zu verwenden. 6er Haken. Gucken wir hier gleich auf die Marder auch nochmal drauf. Und dann hat man da quasi schon für diesen Köder den größten Haken. Bei der Made wahrscheinlich auch, ja, Made auch, 6er Haken. Die Teige, die müssten auch größer gehen. Aber für diese beiden Köder ist dann 4-0er riesig. Okay, Teig kann man drauf klatschen, wie man will. Aber für diese beiden Köder ist dann der 6er Haken schon das größte, was man verwenden kann. Und dementsprechend hat man ja schon einen sehr großen Haken in diesem Köderbereich dann, ne? Also man alle Fische, die diesen Köder mögen, haben dann quasi schon den größten Haken vor sich. Und ich hoffe, dass das eben auch so ein bisschen Auswirkung hat auf die Größe der Fische. Dass es halt mehr Rotaugen werden, die alle so im Bereich sind von, ja, gerne so 500 plus. Knapp drunter ist natürlich alles okay. Ja, von den Ködern, wie gesagt, einfach querbeet rumprobieren, alles was geht. Oder das, was man gerade noch so übrig hat. Einfach mal reinballern. Verschiedene Teige. Ich würde da gar... Alter! Auf dem Perlengraupenbrei, allen. 1,212, da ist die erste Trophy. Lübt. Sehr schön, ey. Sehr schön. Aber auch das könnte man schon fast mit einrechnen. Also das würde ich tatsächlich mit einrechnen. Sowas sollte hier mit reinrasseln. Gerade bei einem Fisch, der so heftig in der Frequenz ist wie das Rotauge, da müssen eigentlich ein paar Trophäen mit reinrasseln. Mal gucken, wie lange ich hier noch stehe. 13 Minuten bin ich jetzt hier. Hab vorher noch ein bisschen rumgetestet. Aber ich sag mal so gut 10 Minuten durchgeballert und es sind jetzt 28 Fische. Ja, 28 Fische, eine Trophy. Hier ist die Mische aus, hier auch. Gucken wir mal, ob sich das auswirkt. Hier auch. Perlengraupe, das scheint auch wieder was Dickes zu sein. Oh, das ist mal was anderes. Egal, nehmen wir natürlich auch mit. Überall jetzt gerade die Mische raus. Ja, bin ich gespannt. Wenn es jetzt tatsächlich weniger wird, haue ich natürlich wieder die Futtermische dran. Wenn man hier einmal N drückt, dann die Futtermische fürs Rotauge. Ist natürlich super simpel. Das heißt, Biskuit gemahlen, Zuckmückenlarve und Karamell. Ich weiß gar nicht, ob hier Level dran stehen. Also ich glaube, wie gesagt, ich sehe es jetzt gerade nicht hundertprozentig, aber das müsste eigentlich schon direkt... Komponenten der, das müsste Startmische sogar mit sein, ne? Das ist hier das erste direkt, da ist Karamell mit drin, da ist die Zuckmückenlarve mit drin, Zwieback gemahlen, Grießmische, also das sollte, glaube ich, direkt von Anfang an zu mischen sein, ich hoffe es, wie gesagt, ich sehe es gerade nicht, weil ich es halt schon geskillt habe komplett, aber es muss halt eine Basismische sein und ja, lässt tatsächlich nach, also dementsprechend zack, Futtermische auswählen hier. Rotauge. Einmal drauf damit. Und wieder ranklatschen die Futtermische. Weil Zeit ist Geld. Und in dem Fall ist hier tatsächlich Frequenz Geld. Das muss hier richtig rasseln. Sonst macht es natürlich keinen Sinn, auf Rotaugen zu gehen. Vielleicht gibt es aber auch tatsächlich so eine leichte Flaute. Kann durchaus sein, dass die Morgenstunden oder dass die Nacht vielleicht nicht ganz so gut ist. Aber dafür müsste ich dann hier nochmal ein, zwei Nächte stehen. Mal gucken, ob ich das aushalte hier. Aber ich sag mal, so ein Kescher voll kann man doch schon mal machen, ey. Oh, hier war, guck mal, hier war was dran. Hat sich aber nicht richtig gemeldet. Komm, machen wir jetzt dreimal Perlengraupe hier. Quarkteich hatte ich auch gerade schon probiert. Jeder hat wahrscheinlich, der ein bisschen skillt, Unmengen vom Quarkteig rumliegen.
Der Quarkteig war bei mir nicht so geil. Da habe ich ja gedacht, ich könnte jetzt schön den ollen Quarkteig loswerden. Hau raus, den Rotz. Aber leider nein. So, weiter hier. Jawohl. Ja, so ist doch gut, ey. So ist das doch gut. So lübt das. Ja, tipptopp. So, ich würde sagen, Gas geben. Ich meine, viel muss man dazu nicht sagen. Schnelles Angeln. Wenig Verschleiß. Wenig Aufwand. Kann man machen. Hätte ich mit meinem Lowbob hier, hätte ich mich auch hinstellen können. Also vom ab Level 20. Ich meine, der Volcho ist ab Level 20. Ab Level 20 hier hin. Wenn man ein bisschen Kohle braucht und trotzdem nicht viel Geld hat, zum irgendwas auszugeben. Oder irgendwelche geilen Köder sich kaufen kann. Einfach mit irgendwelchen Basic-Ködern hier hinstellen. Oder mit Perlengraupe ein bisschen Futtermische skillen. Und dann das Zeug nicht irgendwie rumgammeln lassen. Sondern sinnvoll umwandeln wieder in Silber. Zack. 1 Kilo, schönes Ding. Und dann einfach rausjubeln hier. Die selbstgemachte Futtermische. Auf dem billigen Köder. Alter. Auch wieder Trophy oder was? Knapp. 60 Gramm drunter. Ab 1,2 Kilo Trophy. Ja. Ja, und wie gesagt, einfach im Idealfall in großen Mengen. Und wenn ihr das Video später seht, dann gehen hier an der gleichen Stelle natürlich auch die Z-Fische. Da gab es ja auch schon einige Videos zu Zerte, Zobel, Zope. Häufig dann auch auf die gleichen Köder, so auf Made oder auf Kaster oder auf Borkenkäferlarve. Das dann einfach mal auch ausprobieren. Vielleicht habt ihr ja so einen Köder dabei. Eine Route vielleicht mal so ein bisschen mit irgendwelchen Larven und Maden und sowas verwenden. Und ähnlich leichte Montage. Also eine Montage unter 5 Kilo. Und einfach rausballern. Oder ihr habt irgendwie einen bekannten Kumpel, mit dem ihr am Angeln seid. Und ihr wisst, der hat vielleicht noch nicht ganz so ein gutes Equipment. Hier, zack, Bescheid sagen. Alten, hock dich da mal hin. Zieh mal was raus. Es ist ja immer ein Geben und ein Nehmen. Vielleicht weiß der dann das nächste Mal irgendwas und gibt euch den Tipp. Das ist halt hier gerade auch in der RF4-Community, da macht man das halt so. Schön die Tipps und Tricks weitergeben. Na, das muss ich natürlich noch dazwischen schieben, bevor es hier zu Ende geht. Also, gucken wir nochmal in den Kescher rein. Ich habe jetzt nochmal eine halbe Stunde durchgezogen. Halbe Stunde, 50 Fische. Gucken wir mal eben, Fangzeit. Ja, jetzt sind schon 31 Minuten. Aber halbe Stunde, 50 Fische. Ich habe auch nochmal auf eine Route eine Zuckmücke gemacht. Hatte ich vorher noch nicht getestet. Da kam sofort eine kleine Brasse und eine Muschel dran. Insgesamt in einer halben Stunde 123 Silber. Und jetzt sag mal einer, man könnte mit ollen Rotaugen keine Kohle verdienen. So, das war's dazu. Wenn dir der Tipp und Trick geholfen hat, wenn dir gedacht hast, Alter, jetzt ist er komplett lost, dann den Daumen da lassen, den Kanal abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Video oder halt im Livestream auf Twitch, Feierabend TV auf Twitch. Bis dahin, Petri.